Sieg über die Amalekiter. Bittet, so wird euch gegeben, suchet, so werdet ihr finden, klopfet an, so wird euch aufgetan. Matthäus 7, Vers 7. Die Israeliten waren müde. Sie hatten viel mit Gott erlebt. Sie waren schon einige Zeit in der Wüste unterwegs. Immer wieder hatten sie gegen Gott gemurrt, aber Gott hatte ihnen alles gegeben, was sie brauchten. Nahrung und Wasser. Sie hatten immer wieder erlebt, dass Gott Gebete hört. Und jetzt konnten die Israeliten sich endlich etwas ausruhen. Sie waren müde. Aber da gab es auch andere Leute, die ruhten nicht aus. Sie beobachteten genau jeden einzelnen Schritt der Israeliten. Die Amalekiter waren ein Volk, das in der Nähe dort lebten. Sie beobachteten genau, was die Israeliten taten. Vielleicht hatten sie Angst um ihre Wasserquellen. Oder sie hatten Angst, dass das Volk Israel ihnen zu nahe kommen konnte. Die Amalekiter sahen, dass es bei den Israeliten viele müde und langsame Leute gab, die etwas zurückblieben. Mose ging vorwärts. So folgten ihm die Wolkensäule, mit der Gott sie führte. Da kam eine Nachricht zu Mose. Die Amalekiter haben unser Volk angegriffen. Sie haben einige von denen getötet, die etwas langsamer sind. Die Amalekiter hatten die letzten im Volk gegriffen, die eh müde waren und nicht so schnell laufen konnten, und einige waren getötet worden. Wir müssen etwas tun, sagte Mose. Wir müssen uns verteidigen. Mose war schon sehr alt. Er war über 80 Jahre alt, also kein kräftiger Krieger mehr. So rief er Josua, einen jungen Mann, zu sich. Josua, suche die kräftigen Männer aus, die gut kämpfen können, und dann kämpfe gegen die Amalekiter. Josua machte sich sofort auf und zog durch das Lager. Er suchte kräftige Männer aus, damit sie gegen die Amalekiter kämpfen konnten. Bald hatte er einige Kämpfer zusammen, aber auch die stärksten Männer waren etwas müde und erschöpft von der Wanderung. Sie hatten auch keine richtigen Waffen dabei. Wie sollten sie gegen die Amalekiter kämpfen? Hatten sie überhaupt eine Chance? Kennst du eine Situation, in der du denkst, es ist hoffnungslos? Vielleicht ist das aus menschlicher Sicht, aber Gott ist ja da. Das hatten auch die Israeliten bisher so oft erlebt. Sie dachten an das, was sie bisher auf der Wanderung geschehen war. Jetzt brauchten sie Gottes Hilfe wieder ganz dringend. Ich werde mich dort oben auf den Hügel stellen und zu Gott beten. Dort könnt ihr mich sehen, sagte Mose. Mose wusste, dass das Gebet das Einzige war, das ihnen jetzt noch helfen konnte. Josua und seine Männer konnten zwar kämpfen, aber eigentlich hatten sie gar keine Chance gegen die Amalekiter. Mose nahm seinen Bruder Aaron und einen weiteren Mann Hur mit und ging mit ihm auf den Hügel. Dort stellte sich Mose hin, so dass Josua und seine Männer ihn sehen konnten. Mose konnte Josua auch sehen, wie er gegen die Amalekiter kämpfte. Mose hob seine Hände nach oben zum Himmel und betete. Damals haben die Menschen oft so gebetet. Sie haben sich hingestellt und die Hände hochgehoben. Oder sie haben sich hingekniet oder sogar auf den Boden gelegt. Wir beten ja meistens, indem wir unsere Hände falten und die Augen schließen. Das machen wir, damit wir nicht abgelenkt werden, sondern uns auf Gott konzentrieren können. Aber es ist eigentlich nicht so wichtig, wie man betet. Du kannst auch beim Fahrradfahren beten. Dabei musst du natürlich die Augen offen lassen. Du kannst überall beten. Das Wichtigste ist, dass es wirklich ernst meinst, wenn du zu Gott sprichst. Dann hört Gott dein Gebet und antwortet dir. Josua sah, wie Mose die Hände zum Himmel emporhob und betete. Er kämpfte gegen die Amalekiter. Josua und seine Männer konnten die Amalekiter immer mehr zurückdrängen. Sie waren stärker. Gott gab Josua und seinen Männern Kraft, denn Mose betete für sie. Es war ein langer Kampf. Mose stand dort auf dem Berg mit erhobenen Armen und langsam wurden seine Arme immer schwerer. Er ließ seine Hände sinken und hörte auf zu beten. Dann schaute er runter auf Josua, wie er kämpfte. Aber was er sah, erschreckte ihn. Er sah, dass die Amalekiter immer stärker wurden und siegen würden, wenn es so weiterging. Mose stellte sich wieder hin und reckte die Hände nach oben und betete weiter. Er bat Gott um Stärke und Hilfe für Josua und die Krieger. Josua begann wieder, die Amalekiter zurückzudrängen. Moses Arme waren müde, aber jedes Mal, wenn er sie sinken ließ und aufhörte zu beten, dann waren die Amalekiter stärker. Aber wenn er die Hände hochhob, dann siegte Josua. Weil Mose schon müde war, holten Aaron und Hur einen großen Stein. Dort konnte Mose sich setzen. Dann stellte sich Aaron auf die eine Seite von Mose und Hur auf die andere. Jetzt stützten sie die Moses Arme und halfen so, dass er weiter beten konnte. Gott erhörte sein Gebet und gab Josua Kraft. Als die Sonne unterging am Abend, konnte Josua die Amalekiter besiegen. Sie mussten fliehen und aufgeben. Sie würden die Israeliten nicht mehr angreifen. Mose war Gott dankbar, dass er wieder mal ihr Gebet erhört hatte und ihnen geholfen hatte. Das war schon so oft geschehen, aber so schnell hatten die Israeliten es wieder vergessen und Angst gehabt. Deshalb sprach Gott jetzt wieder zu Mose. Mose, schreibe alles aus, was heute geschehen ist.
In einem Buch, so werdet ihr immer wieder daran erinnert. Das tat Mose. Er schrieb auf, wie Gott ihr Gebet erhört hatte. Dann baute er ein Altar und betete Gott an. Hat Gott schon mal dein Gebet erhört, dann vergiss es nicht und vergiss nicht dafür, Gott zu danken.